Hi. Bevor das Video startet, möchte ich euch natürlich daran erinnern, dass wir momentan einen Monat die Summer Sale Aktion 20% auf alles gestartet haben. Und ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und am Ende des Videos seht ihr natürlich noch ein paar Outtakes von uns. Die sind einerseits ein wenig witzig geworden. Schaut gerne bis zum Ende des Videos. Zudem starten wir nochmal ein Gewinnspiel, wo 5 Leute dieses MLO gewinnen können. Link zum neueren Discord unten in der Videobeschreibung. Es findet auch nur auf den neueren Discord statt. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzujoinen. Da ist auch schon eine kleine Community am Aufbauen und da helfen wir uns auch gegenseitig. Checkt es einfach mal ab und wir sehen uns. Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, unsere Map ist fertig. Race, ja, geht an den Start. Und ja, also im Hintergrund können wir das Ganze schon mal sehen. Hier das Riesenrad und hinten die roten Bäume und so weiter und so fort. Und da fahren wir jetzt gemeinsam hin und schauen uns das gute Stück einfach mal an. Später seht ihr noch mit Armor King eine Runde Race fahren und ja, ich würde sagen, let's go. Auf jeden Fall eine Menge Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ja, hier auf jeden Fall noch so eine kleine Werkstatt, wo man hier noch die Fahrzeuge dann hochfahren kann, präsentieren kann, später dann. Einige Verkaufsstände haben wir hier auch, ja, könnt ihr auch überall reingehen. Hier oben haben wir noch zugemappt, ein wenig Deko und so weiter und so fort. Ja, ja. Auf jeden Fall hier auch noch ein Heliplatz, falls man mit Helikopter antanzen sollte. Auf jeden Fall auch da. Die Bühne, ja. So, in der Nacht sieht das Ganze dann so aus, es wird so langsam dunkel und ja, es ist ziemlich beleuchtet. Hier auch auf jeden Fall. Hier kann man auf jeden Fall dann auch sehen, dass man hier hingehen kann und so.
Hier oben haben wir auch ein wenig Beleuchtung und hier am Start haben wir auch, wenn man hier so reinfährt, sieht auf jeden Fall auch ziemlich nice aus. Auf jeden Fall gut geworden. Ja, das Riesenrad natürlich, ne? Und ziemlich grell. Ja, hier auf jeden Fall auch noch ein wenig Beleuchtung. Hier auch, ne? So, da haben wir auf jeden Fall auch nicht gespart. Vorne und hinten haben wir das Ganze einmal in grün und einmal in rot. Ja, ist auch beleuchtet. Wird natürlich nochmal angeleuchtet von den Lichtquellen hier oben. Ja, und im Grunde sieht das Ganze dann so aus von oben in der Nacht. So, kommen wir dann auch zum Rennen. Ja. Nur mein Auto ist weg. V-I-E-R-G-O heißt das, glaube ich. Nein, nicht schon wieder, nicht schon. Hast du nicht gegelt? Ey, das Auto hat aber auch eine scheiß Dämmung. Kriegt dich ab, ne? Hat schon nicht vergessen, nicht mehr? Der kriegt dich ab. Drei? Ja. Drei, zwei, eins. Oh! Der kriegt dich ab. So, herzlich willkommen zu den Outtakes. Ja, gönnt euch auf jeden Fall und ab dafür. Ach, Gördi. Hast du irgendeine Granate davor, oder?
Ich glaube, wir machen das nochmal von vorne. Aber erstmal gut. Fuck off. Können wir? Ja, wir können. Let's go. Hast du noch nicht vergessen? Nein. Ah, scheiße. Okay. Scheiße, muss man da. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And-